Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal XR Control, dem nicht monetarisierten Fenster zur Technik, ohne die sich das Leben nicht lohnt. Moderiert von mir, The Incredible Fred, einem direkten Abkömmling der Göttin Luna, ausgestattet mit Superkräften wie seherische Fähigkeiten und prophetische Gaben und Unfehlbarkeit, mal ganz selbstkritisch betrachtet. Heute zeige ich euch in einem für mich ungewohnt kurzen Film meine Filamentbox-Entwicklung, die mich schon sehr lange Zeit beschäftigt. Größtes Problem war dabei nicht die Realisierung, sondern entsprechende Boxen zu finden. Hierzu kam dann der Anstoß vom YouTuber und einer meiner Zuschauer, Sir Fax, der mich mit seiner Entwicklung dazu inspirierte, das Projekt endlich final anzugehen und relativ schnell fertigzustellen. Vielen Dank für deine Hilfe, Anregungen und ergiebige Kommunikation. Herausgekommen ist das weltbeste Filamentbox-System aka Filamentbox Master 2000. Warum weltbestes? Nun, ganz klar, natürlich das weltbeste, darunter mache ich es nicht. Die Damen zum Beispiel wissen es, ich gebe immer mein Bestes, aber als äußerst introvertierter Mensch plaudere ich natürlich nicht aus dem Nähkästchen. Gottgleich mit Bestausstattung schaffe ich immer Unglaubliches. So auch hier, in 7 Tagen war das Projekt final durch. Die Filamentboxen sind nach reiflicher Überlegung immer nur für eine Filamentrolle konzipiert. Die Überlegung war, dass die Boxen möglichst transportabel und nur wenig Platz am Drucker benötigen und ebenso leicht wieder verstaut werden können. Regaltauglich. Ausgehend davon, dass man überwiegend nur mit einer Filamentvariante druckt. Der Preis ist interessant. So eine Box kostet fertig ca. 12 Euro. Lässt man das Hygrometer weg, sogar nur ca. 9 Euro. Nach Anleitung ist so eine Box in wenigen Minuten fertiggestellt. Die Boxen nehmen Rollen mit einer Spulenbreite von maximal 74 mm auf, was mit den Rollen der meisten Anbieter harmoniert. Ein Sonderfall sind zum Beispiel die 1 Kilo Rollen von Redline. Deren 80 mm breite Rollen passen leider nicht in die Boxen. Was schade ist, da das Filament von Redline wirklich hervorragend ist. Die 500 Gramm Rollen von denen passen aber. Ihr werdet in den Downloads auch Rollenhalter für größer 80 mm Rollen finden, da ich das Ganze ja als System konzipiert habe. Aber da muss dann natürlich eine entsprechend breitere Box gefunden werden. Alle benötigten Bauteile sind als Link unter dem Video zu finden. Ein Klick auf diese Links unterstützt diesen Kanal. Denkt daran, Support ist machbar, Herr Nachbar. Vielen Dank dafür. Alle benötigten Dateien stehen als Download-Link unter dem Video. Wie und mit was das alles zu drucken ist, wird in diesem Video erklärt. Ihr seht zuerst eine komplette detaillierte Montage einer Standardbox, bevor wir uns den einzelnen Teilen und Varianten widmen. Viel Spaß dabei! So, ich baue jetzt mal eine der Boxen von Null an zusammen. Wir fangen mit der eigentlichen Box an. Links dazu stehen unter dem Video. Es gibt 2 Varianten, die ähnliche Abmessungen haben und genauso funktionieren. Den Deckel abmachen. Das erste, was wir jetzt machen müssen, ist einmal die Mittelpunkte für die Halterung feststellen und markieren und die Punkte ermitteln für die PTFE-Kupplung für die Auslassung, die nachher noch gebohrt werden müssen. Als erstes wird der Mittelpunkt angezeichnet für die Position der Halter. Das sind 11 cm vom Boden auf beiden Seiten. Dann vorne die Auslassung für die PTFE-Kupplung. Das sind einmal 7 cm von unten und 19,5 cm von unten. Ungefähr, es muss auf einen Millimeter jetzt nicht genau stimmen. Damit haben wir die jeweilige Höhe. Da wir auch in der Breite noch die Mitte benötigen, habe ich mir, man kann das jetzt auch mit einem Lineal oder irgendwas ungefähr ausmessen, da das aber so ein bisschen abgerundet ist und teilweise ein bisschen konisch vom Verlauf der Box, habe ich mir hier so eine Schablone gemacht, die auf die Mitte hin ausgeschnitten wurde. Und somit kann ich hier jetzt ganz einfach den exakten Mittelpunkt mir anzeichnen. Währenddessen hat das Heißklebegerät bereits aufgeheizt und ich kann jetzt diese beiden Halter nehmen, die jetzt innen rechts und links eingeklebt werden. Dazu lege ich mir die Box flach hin, nehme mir die erste Halterung und tue da etwas Heißkleber drauf
und klebe das hier innen rein. Möglichst gerade. Mit der Öffnung nach oben. Und hier kann man schon sehen, die Markierung schließt am Ausschnitt unten ab. Das ist die Höhe. Zweite Halterung. Man kann das ja immer noch so ein paar Sekunden fixieren. Bei diesen Boxen ist es sehr einfach. Hier sieht man ja diese Griffmulden, diese drei. Und die Halterung innen schließen im Prinzip am Rand der letzten Griffmulde ab. So, die sind auch relativ schnell fest. Und das war es dann erstmal schon mit den Halterungen. Dann müssen die PTFE-Kupplungen, die müssen ausgebohrt werden. 10 mm, entweder man nimmt einen 10 mm Bohrer oder wie ich jetzt hier so einen Stufenbohrer. Das ist also hier für diese Kupplung. Wenn man keine 10 mm Kupplung hat, also vom Gewinde her, sondern diese 6 mm, nimmt man natürlich einen 6 mm Bohrer. Ich habe aber jetzt nur 10 mm Kupplung. Ungefähr mittig. War das jetzt schon? Ne, das war noch 6 mm. Also noch eine Stufe weiter. So, und damit ist dann die obere drin. Und das gleiche mache ich jetzt noch mit der unteren. Ebenfalls in der Mitte. Damit ist das mit dem Bohren auch erledigt. Die Kupplung selber, sieht man, passen hier gut rein. Ich hätte noch Dichtungspapier da, um die also komplett abzudichten. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich das mache. Aber wenn die nachher richtig angeschraubt sind, sind die eigentlich dicht. Wer da so ein bisschen Bedenken hat, kann da noch ein kleines Stück Dichtungspapier rummachen oder ein Gummi oder irgend sowas in der Richtung. Für die Muttern habe ich jetzt im Moment ausgedruckte, weil diese Gewinde heißen zwar M10, aber M10 mal 1, das ist ein Feingewinde mit 1 mm Steigung, hat man zum Beispiel bei diesen Lampengeschichten, da gibt es diese Muttern. Und die sind bei mir noch im Zulauf, deswegen habe ich mir welche ausgedruckt. Damit diese Muttern vernünftig laufen in diesen Gewinden hier, habe ich mir so eine kleine Vorrichtung gedruckt. Da kommt die Mutter rein. Alle STL-Dateien zu allen gezeigten Teilen sind natürlich unter dem Video auf Thingiverse verlinkt, klar. Und da man sie schlecht in der Hand halten kann, wenn man da ein Gewinde reindreht oder so ein bisschen nachführt über diese Kupplung, habe ich jetzt diese Halterung, weil ich das einfach besser halten kann. Ich lege das jetzt hier also ein, drehe die jetzt einmal so weit, wie es geht, rein. Und wenn es fester wird, kann man hier auch mit dem Schlüssel nochmal im Prinzip nachschneiden. Bei diesen selbstgedruckten Geschichten. Und dann wirklich bis zum Anschlag einmal komplett durchdrehen und dann wieder rausdrehen. Müsste jetzt auch schon so gehen, ja genau. So, und dann kommt auch schon die erste oben rein. Und die ziehe ich jetzt auch noch mal ein bisschen nach, dass sie also wirklich knirsch im Kunststoff sitzt. Bei der zweiten genauso. Testen, ob das gedruckte Gewinde ausreicht. Das reicht, naja, nee, reicht nicht ganz aus. Muss ich auch noch mal nachdrehen. Und wieder rausdrehen. Müsste wieder reichen. Ja. Dann kommt auch diese Kupplung rein. Auch hier nochmal nachdrehen. Und dann ist das Ganze fest. Als nächstes nehme ich mir jetzt den Hygrohalter, wobei es vollkommen egal ist, ob ich jetzt diesen rechteckigen oder die Halterung für den runden nehme. Beide STLs sind vorhanden. Das sind die gängigsten Hygrometer, die im Handel zu kriegen sind und relativ preiswert. Auch den klebe ich jetzt hier im Prinzip unten ins Gehäuse rein.
vorne in die Sichtfläche. Einfach unten einmal rein, raufdrücken und das war's. Und das Hygrometer bekommt man auch immer wieder rausgezogen ohne Probleme. Und dann ist das auch jetzt schon fest. Im nächsten Schritt nehme ich mir jetzt das Silikagel. Nehme hier einen Messbecher, der hat bei mir jetzt ungefähr 60 Gramm oder ein bisschen drüber. Fülle das hier rein. Ich weiß im Moment noch nicht die exakten Mengen, was jetzt hier die beste Menge ist. Das muss ich erstmal ermitteln. Konnte dazu auch im Internet jetzt nichts finden, wie viel man da so reinmachen müsste. Ich habe jetzt wie gesagt so 60, 70 Gramm. Also einfach am Boden. So kriegt man das dann auch hinterher wieder gut raus, wenn man es dann zum Trocknen in den Backofen tut, damit es wieder die Feuchtigkeit abgeben kann. Jetzt nehmen wir uns die Rolle, die Kugellager, die entsprechenden, drücken die hier einfach rein. Die schließen komplett bündig ab und sind natürlich so konzipiert im Bauteil, dass sie selbsthaltend sind. Also die fallen jetzt nicht von alleine raus oder so, weil das ist schon relativ stramm. Schlimmstenfalls, wenn ihr die nicht reinkriegt, einfach mal so ein bisschen mit Druck auf eine Unterlage und dann gehen die auch gut rein. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich eine Stange, die an der Halterung nachher die Rolle aufnimmt, wenn die hier durchgesteckt wird. Und das sind ungefähr zwischen 80 und 85 mm. Man kann entweder diese Alurohre nehmen oder eben 8 mm Gewindestangen. Das Alurohr hier hat auch 8 mm. Ich nehme die 8 mm Alurohre, weil sie einfach ein bisschen besser laufen und weil sie sich gut schneiden lassen. Zum Schneiden kann man entweder eine Säge nehmen, Flexe oder irgendwas, was man hat. Ich bin da jetzt eher so der fürs Leise und nehme hier einen normalen Rohrschneider. Relativ preiswert die Dinger und für diese Alurohre einfach perfekt. Nicht nur für die Alurohre, auch für andere Geschichten. Um das auf Länge zu schneiden, kann man sich jetzt die 80 bis 85 mm einfach abmessen oder druckt sich jetzt dieses Teil, was ich auch beigelegt habe. Das ist im Prinzip eine Leere. Das wird hier einfach eingelegt, markiert mit einem Strich. Dann wird das in den Rohrschneider reingelegt bis zu der Markierung, genau auf den Strich, festgezogen und dann kann man hier ganz einfach die Stange schneiden. Das Ganze hat deutliche Vorteile. Es gibt keine Späne und man hat einen relativ sauberen Schnitt. Man hat auch faktisch überhaupt keinen Grat dran oder eben nur sehr wenig. Und ihr seht also, das geht relativ schnell ab. Diese ganzen Lehren und Hilfsmittel, wenn ich jetzt nur ein oder zwei Boxen mache, braucht man das alles nicht. Da ich aber 30 bis 50 oder 60 so eine Boxen mache, brauche ich also diese Hilfsmittel drumherum schon. Das geht dann einfach deutlich schneller. Ja, im Prinzip kann ich jetzt das Ganze nehmen. Nehme mir jetzt eine Filamentrolle, wie hier dieses Material for Print ASA. Stecke die Rolle da rein. Die Gewindestange bzw. das Alurohr. Abrollrichtung ist so rum und stecke das Ganze jetzt hier rein. Und damit hängt die Rolle hier im Prinzip frei beweglich ohne Probleme in der Box. Das nächste, was passiert ist, jetzt wird die abgerollt und wir brauchen jetzt einen 28 cm langen PTFE-Schlauch. Der wird zum einen einmal hier reingesteckt. Was ich jetzt mache, ich gehe mit dem Heißkleber und setze hier einen kleinen Tropfen rein, um den PTFE-Schlauch hier zu fixieren, damit der zum Beispiel bei Retracts und so weiter jetzt nicht weiter reingeschoben wird in das Gehäuse. Dann wird hier einfach der Anfang des Filaments genommen, durch diesen PTFE-Schlauch geschoben und das Ganze ist einsatzbereit. Die Box wird geschlossen
Und das Ganze ist dicht. Wir haben hier oben Silikonringe drin und auch der einzige Auslass hier vorne hat Silikon. Und jetzt ist es so, dass hier also der PTFE-Schlauch rauskommt. Das Filament geht jetzt hier in den Drucker. Und wenn ich die Box nicht mehr benötige, nehme ich sie, stecke den PTFE-Schlauch hier unten rein und das Ganze ist dicht und kann weggestellt werden. Wenn ich drucken will, drücke ich unten auf die Kupplung und ziehe den Schlauch hier einfach wieder raus und kann wieder weiter drucken. Man muss immer nur darauf achten, dass hier ein Stück von dem Filament draußen rausguckt. Und damit ist die Box fertig. Von vorne können wir schön die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit sehen. Soweit, so gut alles. Wer so ein bisschen Bedenken hat, was passiert, wenn ich beim Druck ja jetzt hier unten die offene Kupplung habe. Das heißt, da könnt ihr jetzt auch wieder Luft rein und das ist schlecht für die Luftfeuchtigkeit innen drin und so weiter. Da habe ich folgende Lösung parat. Das braucht man ja im Prinzip nur einmal. Ich nehme mir jetzt hier einen 5 cm langen PTFE-Schlauch, ein bisschen Heißkleber und presse den hier rein. Dann ist die Seite dicht und kann jetzt dieses PTFE-Röhrchen, was jetzt auf der einen Seite dicht ist, während des Drucks nehmen und stecke das einfach so lange hier rein. Und das war's, dann kann ich drucken. Wenn ich dann meinen Druck beendet habe oder ich brauche die Rolle nicht mehr, dann nehme ich das Stück wieder raus, mache hier wieder das Original rein sozusagen und alles ist gut. Also hier so ein kleines Ding machen und alles ist schick. Ich habe mir übrigens ein paar Aufkleber besorgt, um den Inhalt der Boxen von außen relativ schnell zu identifizieren. Also hier zum Beispiel weiß, sollte eigentlich eine schwarze sein, aber schwarze hatte ich jetzt nicht. Für ABS und ASA, gelb für PLA und dann kann man den anderen Materialien ja auch andere Farben geben. Wenn man jetzt ein Regal voll mit den Dingern hat, sieht man relativ schnell, was wo drin ist. Sehen wir uns jetzt mal die einzelnen Bauteile an, die wir für das ganze Projekt brauchen. Ich habe ursprünglich für die Rollenhalter unterschiedliche Konzepte mir ausgedacht gehabt und bin aber jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir nur diese fertigen Rollen verwenden, weil diese anderen, die sind so ein bisschen verschiebbar oder haben ein anderes Befestigungsprinzip und so weiter. Aber das ist Blödsinn. Ich empfehle, nur die Rolle zu nehmen, die ich jetzt auch im Aufbau gezeigt habe. Und wir fangen mal mit den Rollen an sich an. Ihr seht hier verschiedene Rollen in verschiedenen Höhen. Angefangen bei 70 mm, endet bei 86 mm in Abstufung von 2 mm. Und die Rollen sind alle vordefiniert. Warum? Die kann man nicht einfach so auseinanderziehen. Wir gucken uns mal eine an. Und zwar, damit man die so drucken kann, wie sie jetzt hier dargestellt ist und wie sie auch in der STL-Datei enthalten ist. Damit die nicht innen drin mit Supports gedruckt werden muss. Schalte die mal transparent. Da sieht man, dass da innen drin ein Konus eingearbeitet ist, damit eben genau die Supports nicht verwendet werden müssen. Ansonsten muss unten Support, das ist ein einziger Ring, der da im Support gedruckt werden muss. Das ist eine Senkung für das 608er Kugellager. Wie gesagt, nur unten mit Support, das ist ein kleiner Ring, Druckzeit völlig unbedeutend. Dann haben wir die Befestigung, die ist es. Die gucken wir uns jetzt mal an. Da ist der Ausschnitt, um die Gewindestange oder das Rundrohr zu halten. Auf der Unterseite ist es komplett glatt, klar, damit der Kleber und so weiter da besser rauf geht. Dann seht ihr hier drei kleine Stanzungen. Das ist aus einer Idee heraus, die ich von Surfex zwar nicht übernommen habe, aber vorbereitet habe, falls das einer machen will. Dass man hier nämlich im Prinzip an den Stellen Löcher bohren kann, dann auch durchs Gehäuse der Box, um die dann mit Schrauben zu befestigen, was ich nicht machen würde, weil dann ja die Frage der Dichtigkeit wieder aufkommt. Aber ich habe es immer so ein bisschen abgesenkt, dass man da schon mal eine Position hat. Davon brauchen wir natürlich immer zwei Stück. Dann haben wir noch die Mutter. Das ist eine ganz normale Mutter mit dem M10x1 Gewinde, was man eventuell nochmal nachdrehen muss. Das kann man nehmen, wenn ihr keine richtigen Mutter nehmen wollt. Ich muss auch sagen, die Dinger drucken sich unglaublich schnell, funktionieren hervorragend. Und ich weiß nicht, ob man wirklich diese Metallmuttern tatsächlich benötigt. Dann haben wir hier ein Tool, nämlich das, um diese Muttern halten zu können. Ist auch relativ schnell gedruckt, braucht man ja auch nur einmal.
Und ich empfand es zumindest für größere Mengen als extrem hilfreich. Wie gesagt, diese ganzen Tools und so weiter benötigt ihr nicht, wenn ihr bloß ein oder zwei Boxen machen wollt. Aber wer da wirklich mehrere machen möchte, so wie ich, der wird schon froh sein, diese Tools zu haben. Dann haben wir hier hinten noch dieses Tool. Das ist für die Länge des Rundrohrs, um das schneiden zu können. Hier ist so eine kleine Aussparung drin, um also mit dem Stift hier den Strich zu ziehen. Und dann haben wir hier, ich glaube, 83 mm sind das. Das passt auf jeden Fall komplett rein. Was ich noch vergessen habe, bei den Filamentrollenhaltern ist es natürlich so, dass in die von mir genannten Boxen, in die beiden Typen, passen, glaube ich, bis 76 mm. Diese Rollen passen rein, eventuell noch die 78er. Darüber geht es dann nicht mehr. Dann wird es eng, dass die Box da nicht mehr breit. Die dehnt sich zwar ein bisschen, muss man mal schauen, was da reinpasst. Aber ich denke mal, ab 80 mm bzw. schon ab 78 mm benötigt man einfach etwas breitere Boxen. Das dazu. Dann haben wir die Hygrometerhalter. Einmal diesen Standard für diese runden Hygrometer mit den entsprechenden Ausschnitten, damit auch die Luft zirkulieren kann innerhalb des Hygrometers. Wird einfach reingesteckt, ist ziemlich passgenau und hält sich weitgehend selber, werden eingeklebt in die Box. Das gleiche hier mit dem Hygrometer in rechteckiger Bauform. Die sind sogar etwas preiswerter in so einem Sechserpack. Auch hier die Ausschnitte, damit die Luft darin zirkulieren kann. Ebenfalls selbsthaltend, hier bei den rechteckigen sowieso, weil die so eine Spange an der Seite haben. Das heißt, da muss man reindrücken, damit die richtig rein drin sitzen und kann sie dann nach oben einfach wieder rausziehen. So viel zu den einzelnen Bauteilen. Wie gesagt, also ich werde als STL nur veröffentlichen die Rollen, die Hygrohalter, die Tools, Mutter und diesen Seitenhalter, die anderen Geschichten nicht. Ich will da jetzt auch keine Verwirrung stiften, was man dann nehmen muss. Ich denke mir, das ist einfach die einfachere Variante. So viel zu den Einzelteilen. Fassen wir also die benötigten Bauteile noch mal kurz zusammen. Wir benötigen also einmal eine Rolle in der benötigten Länge, dann zwei Rollenhalter, jeweils für rechts und links, innen drin eingeklebt, ein Halter für ein Hygrometer, zwei Muttern, zwei 608er Kugellager, zwei PTFE-Kupplungen, ein 25 bis 28 cm langen PTFE-Schlauch, eine 80 bis 85 mm lange Gewindestange oder Alurohr in 8 mm und natürlich noch das Silikagel. Ich denke, mehr gibt es zum Aufbau und der Box nicht zu sagen. Es folgen jetzt noch einige Detailbilder und Bilder von Surfex. Ich wünsche euch ein frohes und schönes Basteln. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet oder wie da eure Ergebnisse sind und ob ihr das nachbaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.